Gleich zu Beginn, bevor wir jetzt wirklich anfangen zu spielen, muss ich kurz noch was erzählen für die Leute, die die Streams entweder nachträglich auf Twitch gucken oder auf YouTube irgendwann später. Gibt es ja auch einige, die sich jetzt vermutlich wundern, warum steht sie vom Pokémon Center? Das ist nicht das, was ich zuletzt gesehen habe. Das stimmt. Ich hatte das auf Discord tatsächlich auch schon thematisiert nach dem letzten Stream, dass Twitch einen kleinen Bug hatte bezüglich unseres letzten Ultramond-Streams. Das kann passieren in seltenen Fällen. Ich kannte den Bug auch, aber ich habe ihn selbst noch nie gehabt. Der Server hat quasi nicht mitbekommen, dass der Stream beendet wurde, obwohl er aus war, ne? Und dementsprechend, der Stream lief nicht mehr, aber die Aufzeichnung, die automatisch vom Stream erstellt wird, damit ihr auch das Ganze nachgucken könnt, die lief unendlich weiter. Und ich hatte dann auch den Twitch-Support angeschrieben, weil ich das sehr seltsam fand und mir dachte, vielleicht kann man irgendwas machen. Und die hatten mir eben auch gesagt, das ist ein Fehler, dass nicht genug Daten übertragen wurden. Das kann halt 24 bis 48 Stunden dauern, dann sollte das eigentlich wieder normal sein. Es sah unglaublich witzig aus in meinem Videomanager, dass dann dran stand, dass ich angeblich 48 Stunden gestreamt hätte. Okay, also ich glaube eher nicht. Es ist dann auch tatsächlich wieder normal gewesen. Ne? Also hat, glaube ich, schon 2 Tage gedauert, aber dann hat sich das auch wieder eingependelt. Problem an der Sache ist, als der Bug noch bestand, habe ich bereits versucht, den Stream zu highlighten. Falls ihr das Prinzip nicht kennt, Twitch speichert die Streams ja automatisch, aber die werden nach, glaube ich, 3 Monaten oder so automatisch auch wieder gelöscht, einfach um Speicher freizugeben. Kann ich ja auch verstehen. Das umgeht man so ein bisschen damit, dass man die Highlight-Funktion nutzt, die eigentlich auch nur für kurze Mitschnitte gedacht ist, aber viele Streamer missbrauchen die dafür, den ganzen Stream quasi zu highlighten. Ihr seid eben ein einziges Highlight, damit die eben wirklich dauerhaft da bleiben, weil die Highlights nicht gelöscht werden. Und ich hatte dann auch schon mal währenddessen versucht, ein Highlight vom Stream zu erstellen und konnte da allerdings auch nur bis kurz vor dem letzten Herrscherkampf highlighten. Also um die 3 Stunden von, ich glaube, wir haben 3 Stunden 15 oder so gestreamt. Die letzte Viertelstunde konnte ich da noch nicht highlighten. Dann dachte ich mir, gut, wenn der Bug durch ist, dann kannst du hoffentlich den ganzen Schlossnummer-Peng da mal highlighten. Dem war leider nicht so. Also auch nachdem das behoben war und Twitch gemerkt hat, ja, der Stream ist offline, ist die letzte Viertelstunde leider abgehackt. Und die ist auch, kann ich auch nichts gegen machen, die hat Twitch irgendwie leider einfach geschluckt. Sowohl vor dem Bug als auch nach dem Bug. Dementsprechend ja, ist es aktuell oder generell auch nicht möglich, den letzten Herrscherkampf gegen Togedemaru, bei uns war es Flunschlick, was mit 2 Attacken tot war, also war eh nicht spektakulär, aber trotzdem, es ist leider nicht möglich, den Herrscherkampf nachzugucken. Das ist jetzt irgendwie auf ewig verschollen. Was lernen wir daraus? Guckt die Streams live. Einigen wir uns drauf, Schlinking hat den Stream gegessen. Ist halt schade, aber ich kann halt nichts dagegen machen, ne? Ist leider so passiert, bevor sich irgendwer beim Nachgucken wundert. Da fehlt aber was, ich weiß, ich kann nichts dafür. Das auf jeden Fall die Erklärung dazu. Ja, wir haben im letzten Stream Malia City erkundet, wir haben den Ziergarten erkundet, die ganze Strecke hoch bis zur Sternwarte, den Herrscherkampf gemacht, der jetzt leider nicht mehr abrufbar ist, aber der war auch gänzlich unspektakulär, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Und sind jetzt wieder hier, um zurück in den Ziergarten zu gehen. Und ja, das ist so der Stand der Dinge. Das Team habe ich tatsächlich ein bisschen umgestellt. Ale gefällt das, weil wir das letzte Team ja jetzt doch eine ganze Weile dabei hatten und ich mir dachte, man kann dann heute vorm Stream mal ein komplett frisches Team wieder mitnehmen. So, gehen wir einmal durch. Ich muss meine Boxen mal ein bisschen leiser machen. Für euch ist es nicht zu laut, oder? Für euch müsste es eigentlich okay sein. Wir haben Sobi, unser Mopsi, ist auch das Einzige, was im Team geblieben ist, weil ich mich davon noch nicht trennen konnte, hat den Aurora-Strahl, den Dampfschwall, weil ich mir dachte, warum nicht? Body Slam und Lake, trägt das ewige Eis, weil ist, denke ich, ein ganz gutes Item für Mopsi. Passt so, okay. Auf Kuro ist Verlass. Kuro beantwortet mir die Frage immer zuverlässig, auch wenn es kein anderer tut. Die Fähigkeit ist natürlich recht nutzlos. Die Sache ist, ich habe alle auf 32 trainiert, aber Sorbet entwickelt sich auf 32, dementsprechend habe ich da mir ein Level geklemmt. Ich hoffe,
auf eine gute Fähigkeit. Dann haben wir Strazia, unser Alola Sandan, mit Verklumpen als Fähigkeit und dem Metall-Z-Stein. Dem Metall-Z-Stein? Stahl, Metall, alles das Gleiche. Hat durch Level Up jetzt auch noch den Eisenschädel gelernt, super nice. Hat noch die Frostbeule, Schlitzer und gut, Pulverschnee. Wir müssen über den Spezialangriff, glaube ich, nicht reden. Aber ist eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Unser Starter ist auch wieder mit am Start, entwickelt sich auch schon in 2 Leveln. Auch da hoffe ich auf eine gute Fähigkeit. Cookie mit Steinhaupt und dem Botanium-Set, Rasierblatt und Halböen, Pflücker und Blattwerk. Kann man auch gut leben. Nee, bitte keine Schnarchnase. Das wäre so traurig. Cupcake, unser Magiana, ist auch wieder am Start mit der Aquahülle und der Offensivweste. Psystrahl, Spiegelsalve, Aurorastrahl und Erdkräfte kann also ordentlich austeilen. Mikorte habe ich auch wieder ins Team zurückgeholt. Unser Flammkörper, Normium ZV-Shu. Muggelhieb, Erdkräfte und Megahieb hatte es schon, hat noch die Kraftwelle gelernt, also endlich mal eine Kampfattacke. Und Pudding ist auch wieder am Start. Ich weiß, es entwickelt sich, glaube ich, erst auf Level 40, aber ich dachte nach so langer Zeit, die letzten 8 Level ziehen wir es so durch. Pudding hat den Magma-Panzer, hat Feuer-Odem gelernt, genau wie Body Slam, hat noch den Dampfschwall bekommen und gut, der Absorber ist so ein bisschen verloren in dem Moveset, aber okay. Und trägt den Evoliten. Denke, das ist für ihn auch nicht verkehrt. Wo ist eigentlich Ali? Ali ist verschollen, sie hat ja noch mit Sicherheit irgendwas zu Pudding geschrieben. Aber ja, das ist aktuell unser Team. Return of the Pudding. Ja, ich meine, wie gesagt, es wird nicht so leicht werden, Pudding jetzt noch hochzuziehen. Das wird bestimmt auch noch nicht heute der Fall sein. Aber es war jetzt so lange nicht im Team, dass ich mir dachte, komm, warum nicht? Wen habe ich an zweiter Stelle, falls das ein Doppelkampf wird? Ich möchte nicht unbedingt 2 Eis-Pokémon vorne haben, um ehrlich zu sein. Guten Tag. Yo, 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 Kokoi! Du willst eine Pokémon-Liga gründen? Da lache ich mich ja schief. 4 Runden. Was? Greift ruhig alle auf einmal an. Niemand kennt sich mit Pokémon-Attacken so gut aus wie ich. Mit Sternenschauer oder Einäschern schicke ich euch in 4 Runden auf die Bretter. Wir regeln das in einem Battle Royale. Nicht dein Ernst. Machen wir ihn fertig. Sie schaffen das, Professor. Damit habt ihr euch übernommen, Team Skull. 3 Gegner auf einen Streich platt machen. Mir gefällt dieser Battle Royale. Es ist Bromley. Hier kommt der Boss. Kein Erbarmen, keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große, böse Bromley. Aufgepasst, ihr Maden. Sperrt schön die Glotze auf. Es kommt zum Showdown zwischen Bromley, dem Anführer von Team Skull, und Professor Kokui. Kokui, Kokui. Eins haben wir 2 ja gemeinsam. Wir hatten beide nicht das Zeug zum Captain. Ich kann ja verstehen, dass du was Neues auf die Beine stellen willst. Mir wäre eine vernünftige Liga auch lieber als unsere Inselkönige und Captains, diese überflüssigen Relikte aus der Vergangenheit. Da gibt es nur einen Haken, mein Freund. Die Liga ist so überflüssig wie ein Kropf. Denn wer der Stärkste ist, das ist doch schließlich längst entschieden. Da liegst du falsch, Bromley. Ich hätte durchaus Captain werden können. Aber ich wollte lieber meinen Wunschtraum verwirklichen. Als ich auf der Suche nach einer Attacke war, mit der ich gegen Hala gewinnen könnte, da hatte ich einen Geistesblitz. Sowas wie eine ultimative Attacke gibt es nicht. Worauf es ankommt, ist, die richtige Attacke zur richtigen Zeit einzusetzen. Das macht einen guten Trainer aus. Und damit Trainer solche Situationen üben können, brauchen wir eine Pokémon-Liga. Na los, Bromley, zeig doch mal, dass du nicht nur eine große Klappe hast, sondern auch ein paar tolle Attacken einsetzen kannst. Also, sofern du das kannst. Schließlich ist Sven ja auch von der Partie, stimmt's? Er könnte es doch einfach selber machen, aber okay, er hat schon mal gespürt, dass ich hinter ihm stehe. Oh, ein Mädchen auf Inselwanderschaft? Mir scheint, du bist hier fehl am Platz. Das ist Svenja.
Sie ist erst vor kurzem nach Alola gekommen und hat seitdem eine Menge Abenteuer erlebt, Entdeckungen gemacht und Erfahrungen gesammelt. Die Attacken, die Svenja und ihr Seemops einsetzen können, hauen jeden aus den Socken. Das klingt halt nicht so bedrohlich, wie es klingen sollte, oder? Ich meine, Bromley hält ja schon verdammt viel von sich und dann komme ich mit meinem gemeingefährlichen Seemops. Wenn du dich für den stärksten Trainer hältst, dann solltest du gegen sie kämpfen, Bromley. Jetzt hetzt mich dieser Attacken-Heini auch noch auf seinen armen Schützling los. Was ist das? Ein Z-Kraftring? Was erhoffst du dir von dieser Sache mit der Inselwanderschaft? Ich will stärker werden. Das kannst du knicken, du Göre. Und was dich angeht, Kukui. Bevor ich dich so richtig platt mache, zerstöre ich alles, was dir wichtig ist. Ich bin Bromley, die Zerstörung in Person. Ich werde dir zeigen, was es heißt, so richtig platt gemacht zu werden. Okay. Mit seinem stylischen Battle-Theme. Ich meine, ich glaube, dieses Theme ist super beliebt bei vielen Leuten. Ich mag es alleinstehend gar nicht so gerne. Also das wäre nichts, was ich jetzt in meine Playlist packen würde, um es im Auto zu hören, um ehrlich zu sein. Es ist halt nicht so mein Fall, aber ich finde, in der Gesamtsituation passt es einfach richtig gut. Ne? Also zu ihm passt es halt super, zu Bromley oder Guzma oder wie auch immer. Deswegen, das finde ich schon ganz cool eigentlich. Bitte tu mir nicht weh. Das ist in Ordnung. Generell, wir haben ja schon mal über Team Skull gesprochen, dass die nicht zwingend wirklich mega bedrohlich sein sollen, sondern einfach so eine ganz andere Art Antagonisten in Anführungszeichen verkörpern sollen. Was ich ziemlich cool finde tatsächlich. Ich muss aber auch dazu sagen, ich konnte Team Skull tatsächlich nie ernst nehmen, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Und Bromley dementsprechend auch nicht. Oh, du hast noch die Attacken von deinem Tektas. Aua. Okay. Aber der Sonne- und Mond-Anime hat da tatsächlich ziemlich geholfen. Deponitox, okay. Also ich habe Sonne und Mond nicht wirklich geguckt als Anime und ich habe generell auch den Pokémon-Anime länger nicht verfolgt. Aber wir haben, also Jan und ich, haben zusammen die Pokémon-Liga geguckt in Sonne und Mond. Die war ein bisschen seltsam hier und dort. Angefangen von viel zu kleinen Pokémon-Teams, also manche Runden waren halt wirklich einfach nur 1 gegen 1, was ich irgendwie ein bisschen schade fand. Dann gab es so Dinge wie so ein schreiendes Schlinking, das war auch sehr verstörend. Also da waren manche Dinge dabei, die fand ich sehr seltsam. Aber es gab auch einige Kämpfe, die richtig cool waren, muss man dazu sagen. Und vor allen Dingen, Bromley war richtig evil in der Anime Sonne und Mond Pokémon Liga. Also was er da, ich will da jetzt nicht irgendwie alles spoilern oder so, aber ich denke, das ist schon okay, da so ein bisschen drüber zu sprechen. Was der teilweise mit seinen Gegnern gemacht hat, das war schon heftig. Also der hatte wirklich überhaupt keinen Respekt vor seinem Gegner und der hätte auch auf Leichen noch eingeprügelt. Das war schon krass irgendwie. Und dieses ganze Verhältnis zwischen Kukui und Bromley wurde da auch nochmal ein bisschen mehr thematisiert. Die kennen sich ja offensichtlicherweise und mögen sich auch nicht so. Das wurde da auch nochmal so ein bisschen näher thematisiert. Also das fand ich tatsächlich, meine Güte, ganz cool. So für die Hintergrundinfos. Feierabend, Kaffee, Stream, hallo. Hallo zurück. So gesehen habe ich jetzt hier auch Feierabend und Stream. Nur Kaffee habe ich nicht, aber den würde ich sowieso nicht trinken. Aber mit Sprudel könnte ich dienen. Ich meine, er macht mir nicht viel Schaden, aber das Flinchen ist schon ein bisschen nervig. Immerhin war es kein Schlinking. Es war von der Form her nah dran. Ich kann Eistee anbieten. Boah, ich habe ewig keinen Eistee mehr getrunken, glaube ich. Bromley, was treibst du denn da? Entfesse die zerstörerische Kraft deiner Pokémon. Svenja, richtig. Den Namen werde ich mir merken. Das nächste Mal bist du fällig. Ich glaube aber, Bromley hat auch irgendwie so ein paar Probleme, würde ich es mal
nennen. Also eventuell hat er auch mit irgendeiner Art Trauma oder sonst was zu kämpfen und deswegen ist er so drauf. Also so ganz hundertprozentig klar im Kopf ist der nämlich, glaube ich, auch nicht. Und du bist also Tali, was? Bromley. Auf Inselwanderschaft geht man nicht einfach nur, weil Opi Inselkönig ist. Selbst wenn du sie erfolgreich hinter dich bringst, heißt das noch lange nicht, dass du auch kriegst, was du willst. Merkt ihr das? Svenja. Das waren ein paar spektakuläre Attacken. Ich bin echt beeindruckt. Ach ja, was hätte ich vergessen, dir was sehr Wichtiges zu geben. Diesen Z-Kristall solltest du Sevaro zum Tragen geben, der letzten Entwicklungsstufe des Bouts, das du von Hala bekommen hast. Was, glaube ich, so ein bisschen zum Ausdruck bringen sollte, so langsam sollte sich dein Starter schon entwickeln. Aber wir sind ja auch nur 2 Level davon entfernt, das sollte eigentlich ganz gut passen. Sag mal, diese Maske, die du dabei hast, die hast du doch von Marlon, oder? Ich kann sie dem großen Mask Royal für dich überreichen. Er ist ein guter Freund von mir. Jaja. Tali, du hast doch auch gerade gesehen, oder? Und ob, das war echt ein Spitzenkampf, den Svenja da geliefert hat. Irgendwann wird Bromley hoffentlich begreifen, was einem die Inselwanderschaft gibt. Ach ja, wo ist eigentlich Lily? Hier bin ich. Und ich bin auch mit von der Partie. Wir waren zusammen unterwegs. Ich war ganz schön in Sorge wegen euch, Professor Kukui und Svenja. Mit den Schergen von Team Skull sollte man sich besser nicht anlegen. Ach was, ich finde, ein paar Attacken im Kampf auszutauschen ist der schnellste Weg, einen anderen Trainer richtig kennenzulernen. Naja, ich werde mich dann mal auf den Weg zum Mount Lanakila machen. Die Geburtsstunde der Pokémon-Liga naht und es gibt noch viel zu tun. Svenja, Tali, haltet weiter die Ohren steif auf eure Inselwanderschaft. So unbekümmert wie Professor Kukui werde ich manchmal auch echt gerne. Also, ich glaube aber wirklich, um nochmal kurz drauf zurückzukommen, im Anime, gerade in Bezug auf die Pokémon-Liga, ist er nicht ganz so entspannt in Bezug auf Bromley. Also da merkt man schon, dass ihn das belastet. Hier im Spiel überhaupt nicht. Das könnte ich manchmal auch gebrauchen. Svenja, Tali, passt bitte gut auf euch auf. Hey Svenja, du hast Chris' Prüfung bestanden, stimmt's? Herzlichen Glückwunsch! Um an der nächsten Prüfung teilzunehmen, musst du zunächst zum Dorf der Kapu, das hinter Route 11 liegt. Wenn du Route 11 nicht findest, frag einfach einen Polizisten nach dem Weg. Viel Erfolg, das schaffst du schon! Lusli, wir beiden gehen zusammen shoppen. Sie ist so süß. Und hallo an alle Eintrudler in der Zwischenzeit. Das war ein langes Gespräch. So, das heißt, wir können uns jetzt einmal heilen und dann, denke ich, die Route, man sieht ja auch schon das Fähnchen auf dem unteren Bildschirm, die Route südlich von hier erkunden, Richtung Dorf der Kapu. Ich habe das gerade überhaupt nicht auf dem Schirm, wie es da aussieht. Ich habe das Dorf der Seeleute im Kopf, aber das ist, glaube ich, erst auf der nächsten Insel. Ich werde es feststellen. Zum Pokémon-Anime. Ich habe ja damals Kanto gesuchtet. Also ich habe ja auch jede Folge vom Kanto-Anime auf Videokassette damals aufgenommen. Und das, ich habe so oft geguckt. Rauf und runter. Irgendwann habe ich dann die Videokassetten allerdings an die Tochter eines Arbeitskollegen von meinem Papa verschenkt. So, die mit Pokémon eingestiegen ist. Und die hat dann da sehr viel Freude dran gehabt, was ich sehr süß finde. Aber auf jeden Fall Kanto habe ich gesuchtet. Johto habe ich auch gesuchtet. Willst du auch kämpfen? Nein. Yay. Und Höhn auch noch. Also ich glaube, es wurde mit jeder Gen so ein bisschen weniger, muss ich dazu sagen. Also Kanto noch wirklich am meisten, Johto halt auch noch sehr, sehr viel. Höhen eigentlich auch noch, aber nicht mehr, hi, ne? Nicht mehr so extrem wie Kanto halt. Und Sinnoh habe ich auch noch geguckt, aber da halt eher einmal durch und das war's. Also da habe ich auch alles gesehen, aber jetzt nicht irgendwie
doppelt und toll, dreifach. Moment, das haben wir gleich. Und danach habe ich tatsächlich aufgehört, den Anime zu gucken. Also schwarz und weiß, beziehungsweise einer habe ich halt nicht gesehen. Der soll aber auch nicht so pralle sein. Den habe ich halt nicht mehr gesehen. Carlos habe ich auch nicht gesehen. Außer die Pokémon-Liga, glaube ich, die habe ich gesehen. Aber Carlos soll ja tatsächlich extrem gut sein. Ja, und Alola habe ich halt die Pokémon-Liga zumindest gesehen. Alola hat mich so ein bisschen abgeschreckt mit dem Stil, mit dem Optischen. Aber eigentlich also war es schon ganz cool, was ich davon gesehen habe. Und gut, alles, was jetzt danach kam, jetzt läuft ja, glaube ich, diese Staffel, regionsübergreifende mit Gala oder so. Das habe ich dann halt auch nicht mehr gesehen. Also wirklich bis Sinnoh habe ich alles gesehen und danach eher sporadisch. Aber früher habe ich den echt geliebt, muss ich sagen. Wobei meine Ansicht früher war eigentlich immer, Pokémon macht die besseren Spiele und Digimon macht den besseren Anime. Ist wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr... Oh, du bist süß. Nicht mehr ganz so akkurat, weil der Pokémon-Anime ist teilweise auch ziemlich gut. Wie gesagt, gerade XY soll, glaube ich, ziemlich gut sein. Und Digimon mit Digimon Story macht halt schon ziemlich gute Spiele. Ne? Deswegen, also damals habe ich das immer gedacht. Tatsächlich. Interessante Pokémon hier. Aber ich habe auch gar nicht so viel Zeit für Anime. Also Jan und ich gucken aktuell so einen Slice of Life Comedy Romance Anime abends mal so ein bisschen zum Runterkommen. Und wenn wir damit durch sind, dann wollen wir endlich mal die aktuelle Season von My Hero Academia starten. Wir haben nämlich genau genommen eine Folge geguckt und dann bin ich irgendwie in ein sehr lustloses Loch gefallen aus Stress und allem. Und dann haben wir nicht weiter geguckt und ich glaube, die Staffel ist jetzt schon fast komplett ausgestrahlt und das wollen wir jetzt endlich mal in Angriff nehmen. Aber so für mehr ist, glaube ich, gar nicht so viel Zeit. Es läuft ja auch ein Reboot vom Digimon-Anime tatsächlich. Aber ich habe in eine Folge random mal reingeguckt, so mittendrin, mitten in der Staffel, und ich war so verwirrt von diesem Reboot. Und da dachte ich mir so, was? Also es ist ja quasi ein Reboot von Digimon Adventure, also von der ersten Digimon-Staffel. Ich klicke in diesen Anime rein in eine Folge, die Story ist einfach komplett anders und ich sehe random Pegasusmon, was es erst in Staffel 2 gibt und denke mir so, hä? Dann habe ich nicht mehr weitergeguckt. Das hat mich voll irritiert. Was gibt's denn sonst noch so auf der Wiese? Ja, Nika, genau das. Also da war, ich habe tatsächlich in den Arc mit Kari, glaube ich, reingeklickt, was ich cool fand, weil Kari ist mein liebster Digi-Ritter. Aber die ganze Story war komplett anders um Kari herum und um Gatomon herum, was ich denen nicht so ganz verzeihen kann, weil ich liebe den Kari und Gatomon-Arc, so wie er war. Und dann war da random Pegasus-Mon und ich dachte mir so, hä, warum? Aber wie gesagt, mehr habe ich auch nicht geguckt. Ich fand das einfach seltsam. Ich weiß nicht, also so, ich glaube noch mal Pokémon... Hallo? Ah, nochmal Pokémon zu gucken oder den Digimon-Reboot-Anime oder jetzt random zu sagen, hey, ich will nochmal, weiß ich nicht, Yu-Gi-Oh! Gucken oder was auch immer. Ich glaube, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Also halt mal so 12 oder 24 Folgen, so, ja, okay, ne, aber sowas richtig, richtig Langes, schwierig. Also ich habe ja die Streams natürlich. Du bist süß und flauschig. Wo ich natürlich meine Stream-Projekte habe. Ich spiele meistens privat noch irgendwas. Das ist dann aber meistens auch nur ein Spiel gleichzeitig. Dann gucken Jan und ich vielleicht so ein, zwei Anime, die halt gerade aktuell sind oder die halt nicht so lang sind. Und ich lese den One Piece-Manga. Zwar sehr, 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 sehr langsam, aber immerhin. Und wie gesagt, für mehr sehr lange Dinge habe ich auch gar keine Zeit. Also ich kann jetzt nicht random anfangen, Naruto nachzuholen. Ich glaube, das passt nicht in meinen Zeitplan. Kann das irgendwer nachvollziehen? Dass man sich denkt, für so Riesenprojekte fehlt halt einfach die Zeit? Ich bin mal One Piece Anime Folge 20. Peiner.
Also heute Abend bin ich durch. Ich habe letztens gesehen, wo sind die im Anime? Folge 986 oder so. Also sollte auf jeden Fall machbar sein. Gibt's hier auch irgendwie was, ich weiß auch nicht, Vernünftiges auf der Wiese, was nicht affig ist? Oder ein Chillerbell? Ja, ich denke auch bei so langen Sachen muss man sich einfach auch Zeit nehmen. Ich meine, wenn du da 900 Folgen vor dir hast, das ist natürlich ein Projekt, was sich auch über Jahre ziehen kann. Solange man das, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen macht, geht es, dass man halt nicht komplett raus ist. Nur ich bin halt auch so jemand, ich möchte halt auch nicht zu viel Abstand dazwischen haben. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, 100 Folgen von irgendeinem Anime regelmäßig gucken und dann plötzlich 2 Jahre nicht mehr, ne? Deswegen, dann bin ich irgendwie so komplett raus. Aber joa.